Okay, machen wir weiter. Musik und alles geplant. Ja, okay. Das habe ich gemacht, oder? Egal, ich rede es einfach nochmal. Jamo übrigens gar nicht fragen, wie eure Mission in Genkaku verlaufen. Die Kitsune nicht zu feindselig sein, Tenjin problematisch sein. You don't say. Genau wie du sagst. Ja, wir sind offiziell nicht mehr miteinander verbündet. Ich habe keine allzu große Lust, ins Detail zu gehen. Aber wir mussten gegen seine Armee kämpfen. Jamo zutiefst bedauern, das zu hören, weil Ki und Teuer Verbündeter in den Bergen sein. Wenn ich es mir recht überlege, musste ich es dank meiner Kräfte eigentlich kaum verwenden. Ich habe eigentlich meistens meine Kräfte eingesetzt. Wir sind zurückgekommen. Wenn ich meine Kräfte trainiere, werde ich es mit ein bisschen Glück nie wieder brauchen. Nein, weil er hat es nämlich für uns gemacht. Weil er gesagt hat, es würde in die Geschichte eingehen, so wie wir es in die Geschichte eingegangen sind, als wir uns geopfert haben für Eudaria. Aber die reine Tatsache, es bei mir zu haben, hat mir den nötigen Mut verliehen. Wenn ich sie einsetzen kann, um einen Kampf zu vermeiden, ist mir das lieber. Das Gefühl, es an meinem Gürtel zu tragen, verleiht mir wirklich Selbstvertrauen. Und es hat mir immerhin einmal das Leben gerettet, bevor wir das Boot erreichten. Ja, muss froh sein, wenn meine Kreation Simonas Leben retten. Seht ihr? Der ist aber so knuffig. Ja, muss Simona gerne weiterhin im Nahkampf trainieren wollen. Oh, gerne, gerne. Es ist immer gut, wenn man etwas kann. Ich erinnere mich nur an den englischen Spruch, also tue ich ihn jetzt auch nicht benutzen. Der springende Punkt von dem Spruch ist aber. Nee, warte, in Italienisch gibt es den Spruch auch. Egal, ich glaube, ich kenne ihn einfach in Deutsch dann nicht, wenn es ihn geben würde. Der springende Punkt dieses Spruches ist eigentlich: Lern alles, was du lernen kannst in deinem Leben und tust, zur Seite legen. Wenn du es dann in irgendeinem Moment brauchen solltest, dann kannst du es wenigstens. Wenn du es nicht kannst, dann hast du geschissen. Also. Okay. Aber Jumbo glauben, man nie genug Ass im Ärmel haben. Yes, Jumbo. Jemanden finden, um die Kontrolle über deine Kräfte zu verbessern, gute Idee sein. Du hast recht, aber ich wüsste nicht, wer mir abgesehen von Leifton helfen könnte. Lance vielleicht? Ich weiß, er ist kein Engel, ja, aber er war Leiftons Verbündeter wegen einem Grund und er hat mit Leifton auch gekämpft. Vielleicht hat er irgendwelche Tricks gesehen, die Leifton benutzt hat, als sie zusammen gekämpft haben und die kann er uns dann mitteilen oder so. Ein Versuch wäre es ja wert, ne, wenn Leif nicht hilft. Und er hat mir bestimmt halt erklärt, dass er seine Kräfte nicht mehr einsetzen wird. Er hat Angst, sich von der Gewalt der Dämonenkräfte vereinnahmen zu lassen. Er vielleicht recht haben, die Macht der Dämonen gefährlich sein können. Von einer Seite verstehe ich ihn ja. Ich meine, er war ein Dämon. Und er hat sich von der dunklen Seite leiten lassen. Und jetzt hat er Angst, sie zu benutzen, weil Angst hat, wieder in die Dämonen, wieder als Dämon rauszukommen. Das verstehe ich. Und er fühlt sich auch schuldig wegen dem, was er alles gemacht hat, genauso wie Lance. Aber wenn du in so einer Welt lebst, wirst du die, halt früher oder später wirst du mit einer Gefahr konfrontiert werden. Vor allem, wenn wir sehen, was Leighton alles gemacht hat. Er hat Ika umgebracht, er hat Chrom. Er hat ihn gestochen und hat ihn zum Sterben zurückgelassen, weil er der Garde sagen wollte, dass Leighton ihn. Leifton der Dämon ist, also er hat sehr viel Schlimmes gemacht. Aber früher oder später wird er es halt nicht verhindern können, seine Kräfte einzusetzen, wenn es hart auf hart kommt.
Vor allem nach dem, was wir herausgefunden haben, jetzt wo die Erde und Eldaria wieder miteinander verschmelzt. Wenn die Menschen immer noch so feindselig sind gegenüber die Fairies, dann wird es wieder zu einem Krieg ausarten. Sag bloß, das ist das Finale und ich hab's gerade gespoilert. Okay. Ihr zu widerstehen schwierig sein und die Folgen manchmal verheerend sein. Ich glaube, er übertreibt. Diese Macht ist zwar gewaltig, aber man kann sie kontrollieren. Wenn man sie kontrollieren möchte. Ich denke nicht, dass es so schwierig ist, ihr zu widerstehen. Naja. Du lässt dich ja manchmal leiten. Also ich lasse mich manchmal leiten anscheinend. Also... wir wissen es nicht, also ich mache einfach das, weil ich finde nicht, dass er übertreibt. Es ist die Angst, also... vielleicht für dich, vielleicht lässt eine Schwere fallen. Jedenfalls kann Leif mir im Moment nicht helfen. Ich liebe es, dass wir jetzt mit Jaumont auch voll viel reden. Er ist auf der Krankenstation. Wir vermuten, dass ihm die Kälte in den Bergen nicht gut getan hat. Ich sollte übrigens mal bei ihm vorbeischauen. Vor dem Mittagessen habe ich noch genug Zeit dafür. Willst du mitkommen? Oh, geht zur Krankenstation, um Leighton zu besuchen. Willst du mitkommen? Er wird sich bestimmt freuen, dich zu sehen. Ich denke, er würde sich über jeden Besuch freuen. Never ist er hart im Umgang mit ihm. I'm living. Sorry, ich weiß, wie ein Nebra mit ihm umspringt. Nichts gegen Leighton, I still love him, aber sorry. Er erträgt es nicht, dass er nicht mehr kämpfen will. Das macht ihn ganz verrückt. Jamor leider keine Zeit haben. Jamor Huanghua Bericht erstatten müssen. Ja, ja. Schon spät dran sein, aber du lässt dann sagen, dass Jamor ihm eine schnelle Genesung wünschen. Oh, kein Problem, das werde ich. Vergiss nicht, Huanghua von den Pferden zu berichten. Ja, Pferde. Jamor wohl merken, dass Simona sich keine Sorgen machen. Perfekt. Dann lasse ich dich mal deinen Bericht erstatten. Bis ganz bald. Jamor streichelte Giovanni ein letztes Mal und überquerte dann den Marktplatz. Ich habe noch ein bisschen Zeit zum Flanieren, bevor ich Leighton einen Besuch abstatte. Ich werde auf dem Rückweg bei Perry vorbeigehen, um ein bisschen Schaufensterbummeln zu machen. Don't do this to me. Wenn sie ein paar Minuten zum Plaudern hat, ist das immerhin schon mal etwas. Oh oh. Ich werde gerne mit ihr. Ich rede gerne mit ihr. Sie ist echt facettenreich. Ich darf allerdings bloß nicht vergessen, Purios Laden zu meiden. Ich setze meinen Spaziergang mit Giovanni an meinen Fersen in Richtung der Kleiderboutique fort. Einige Stände begannen bereits zu schließen. Die Schlangen vor den Essensständen wurden immer länger. Ein verlockender Duft von frittiertem Gemüse begann sich über den ganzen Marktplatz zu verbreiten. Mein Magen knurrte leicht. Ich überlege, ob ich mir einen kleinen Snack holen soll. Don't do this to me. Ich habe nämlich noch nicht gegessen. Es ist abends und ich habe Hunger. Also naja, noch nichts abends, aber you know what I mean. Wir haben kurz vor 6. Ich warf einen Blick zu Giovanni. Es wäre wirklich übel, ihm das anzutun. Ihm eine Leckerei zu versagen, nur um dir dann selbst vor dem Mittagessen eine Zwischenmahlzeit zu gönnen. Ihr. Gleichzeitig knurrt mein Magen. Ein kleiner Happen würde mir gut tun. Nein, das kann ich mir wirklich... kann ich wirklich nicht bringen, das wäre viel zu grausam. Nein. Wenn er nichts kriegt, dann du auch nicht. Ich schüttelte den Kopf und machte mich wieder auf den Weg zu Perrys Laden. Simona, was für eine wunderschöne Überraschung. Bist du gekommen, um zu überprüfen, wie ich mit deinem Outfit vorankomme? Ich kann mich nicht erinnern, ein Outfit bei ihr bestellt zu haben. Davon sage ich aber so nichts. Ich feiere sie aber. Ernsthaft. Komm jetzt. Oh no. Nur keine Sorge, es wird wunderbar werden. Du wirst die Allerschönste sein. Auf jeden Fall wirst du schöner sein als die anderen, die kein Outfit bei mir bestellt haben. Und viel mehr zur Geltung kommen als in diesem Aufzug. Ich kann sehen, dass sie den Eindruck hat, dass ich verstehe, was sie da sagt. Ich will sie zwar nicht verärgern, aber ich werde ihr wohl oder übel die Wahrheit sagen müssen. Hör mal, Perry. Es tut mir leid, aber ich weiß nicht, wovon du sprichst. Diese Lumpen, diese Kleidung, die du gerade trägst,
Sie mag sich zwar gut zum Herumlaufen im Wald eignen oder was auch immer du mit deinen Tagen so anstellst, aber früher oder später wirst du dir wohl einmal etwas Anständiges anziehen müssen. Ich gebe mir Mühe, nicht sauer zu werden, dafür ist es nicht der richtige Zeitpunkt. Nein, das ist es nicht. Ich weiß nicht so wirklich, von welchem Outfit du da sprichst. Harrys Ohren zuckten. Ich dachte, sie würde gleich anfangen zu fauchen. Was willst du mir damit sagen, mein Liebes? Du willst mir doch wohl nicht weismachen, dass du mein Outfit nicht mehr willst. Du willst mir doch wohl nicht weismachen, dass es ein wunderbares Outfit bei mir im Laden verstauben wird. Halt mal, reg dich nicht auf, das habe ich nicht damit gemeint. I can with Perry. Ist es eine Frage des Geldes? Findest du meine Waren etwa zu kostspielig? Ich kann den Preis nicht jedes Mal nach unten drücken, mein Liebes. Du hast ja keine Ahnung, wie viel Arbeit einem so ein Kunstwerk abverlangt. Es tut mir furchtbar leid, dass du eine bettelarme Frau bist. Wirklich, das kannst du mir glauben. Vielleicht ist facettenreich doch nicht gerade die beste Art und Weise, sie zu umschreiben. Ich habe gehört, dass man dir einen Platz in der Lichtgarde angeboten hat. Ich habe auch gehört, dass du abgelehnt hast. Das hättest du vielleicht nicht tun sollen. Warum denn? Verdienen Mitglieder der Lichtgarde etwa mehr als die anderen? Sie haben mehr Verantwortung. Das muss wertgeschätzt werden, ist doch völlig normal. Die Augen der Poreko funkelten, als sie ihre Boa zurückrichtet. Guck mal. Ich habe jetzt nicht, was ich gestern gekauft habe. Okay. Wie auch jede künstlerische Tätigkeit, sie muss entgeltet werden, das ist doch völlig normal. Ich bin ganz deiner Meinung, ich wollte nur... Nichts weiter. Ich muss gestehen, dass mir Perry langsam ein bisschen Angst macht. Sie mag klein sein, aber sie hat Krallen, da trete ich lieber den Rückzug an. Wann kann ich dieses Outfit denn nun abholen kommen? Noch keine Sorge, ich werde es dir wissen lassen, sobald es fertig ist. Super, ich kann es kaum erwarten, es mit eigenen Augen zu sehen. Du hast mir allerdings gar nicht verraten, um welche Art von Outfit es sich handelt. Bis bald, mein Liebes. Es ist mir stets ein Vergnügen, mit dir zu unterhalten. Und schon ist Perry wieder in ihrem Laden verschwunden. Tja, das war vielleicht seltsam. Vielleicht hat Ding sie gebeten, Cori, ihren Outfit zu machen. Halt für uns. Giovanni ist auch verschwunden. Er muss spazieren gegangen sein. Oder vielleicht versucht er auch Perry ein paar Leckereien zu stibitzen. Solange ich es mir nicht mit allen Purikus verscherze. Es bringt nichts, jetzt darüber nachzudenken. Ich kann sowieso nichts daran ändern. Ich mache mich mal auf den Weg zu Leifton. Krank in Station. Sieht fast so aus, als wäre hier niemand. Weder Leifton noch Eveline. Plötzlich schlug die Tür hinter meinem Rücken zu. Vor lauter Schreck zuckte ich zusammen. Oh mein Gott. Carmen, it's long time no see. Hey Simona, und schon bist du tot. Ich hab mich hinter der Tür versteckt. Geht's eigentlich noch? Ich dachte schon, ich würde einen Herzinfarkt bekommen. Zugegeben, gut gemacht, du hast mich erwischt. Aber warum? Ich hatte ganz und gar keine Angst. Ich wusste, dass du da warst. Ach so, ist das? Ich wusste, dass du da warst. Du hast recht. Lass dich bloß nicht aus dem Konzept bringen. Lass dir deine Angst nicht anmerken. Allerdings habe ich nicht gesagt, du hast Angst. Ich habe gesagt, und schon bist du tot. Ganz und gar tot bin ich nun auch wieder nicht. Wie du bestimmt feststellen kannst. Auf Karens Gesicht zeichnet sich ein breites Lächeln ab. Ich glaube, dieses Mädchen ist durchaus verrückt. Wir lieben, dass sie verrückt ist. Ich weiß, dass sie jetzt nur pinke Haare hat. Ist denn gar niemand auf der Krankenstation? Ich habe mit Leifton gerechnet. Du hast ihn um ein paar Minuten verpasst. Er ist gerade gegangen. Ich wollte ihn besuchen. Es muss ihm nicht besonders gut gehen. Es schien schon zu gehen. Anscheinend hat er sich nur eine üble Erkältung zugezogen. Um ehrlich zu sein, dachte ich eher an sein psychologisches Gleichgewicht, ja.
Es fällt ihm schwer, hier seinen Platz zu finden, seitdem wir aufgewacht sind. Ich habe nichts gegen ihn, aber er gibt sich auch keine allzu große Mühe. Denkst du in Bezug auf Dean dasselbe wie dein Bruder? So ziemlich. Kriegsverweigerer bekommen keine Bewunderung von mir. Ich habe keinen Schimmer, was er gerade durchmacht und keinerlei Lust, einen Feind aus ihm zu machen. Er hat sich entschieden, der Garde nicht beizutreten. Er ist nicht dazu verpflichtet, Waffen zu tragen. Das ist so ungefähr alles, was ich über ihn zu sagen habe. Ihre Einstellung ist gemäßigter als erwartet. Hast du keinen Hunger? Ich schon. Wollen wir gemeinsam zu Mittag essen? Sie hat mich zwar überrumpelt, aber mein Hunger war tatsächlich geweckt. Ja klar, sehr gerne. Ich habe noch nichts gegessen. Und jetzt gehen wir essen und tun Leifen wieder verschieben. Natürlich. Komm jetzt. Es sind so viele online. Karen und ich stellten uns in die Schlange, um etwas zu essen zu holen. Wir haben unseren Zeitpunkt gut ausgewählt. Die Kantine ist rappelvoll. Wir haben gute 20 Minuten gewartet, bis wir endlich zur Küche gelangten. Sehen Sie einen schönen guten Tag, die Damen. Alles in Ordnung. Ich liebe Karuto, er ist so knuffig. Ich hoffe, ihr seid umblick. Ich habe etwas richtig Ausgiebiges gekocht. Karuto hat uns zwei ordentliche Teller angerichtet und sie uns hingestreckt. Tut mir leid, ich habe keine Zeit zum Quatschen. Der Arme. Hilft Ihnen keiner mehr? Wir wissen, dass Ezreal Twilda mitgenommen hat, aber er macht wohl nicht alles alleine, oder? Na, keine Sorge. Wir werden später immer noch genug Zeit zum Plaudern haben. Wir haben uns auf die Suche nach einem freien Platz begeben. Sieh mal, wir können uns dorthin setzen, neben das Fenster. Ich bin Karen hinter den hinteren Teil des Raumes gefolgt. Ihre Gangart ist eigenartig. Es kommt mir so vor, als würde sie humpeln. Vielleicht war sie ja aus diesem Grund auf der Krankenstation. Wir haben uns einander gegenüber gesetzt und Karen ist über ihre Mahlzeit hergefallen. Sag mal, ich habe gar nicht nachgefragt, warum warst du eigentlich auf der Krankenstation? Wenn ich recht verstehe, warst du nicht dort, um Leften zu suchen. Hat es irgendwas damit zu tun, dass du leicht humpelst? Karen lächelt mich mit vollem Mund an und hob den Daumen. Vor dir kann man aber auch wirklich nichts verbergen. Ich bin stolz auf dich. Und ich bin geschmeichelt, dass du den Blick nicht von mir lassen kannst, wenn ich vor dir gehe. Karen beugt sich leicht nach vorn, als würde sie mir ein Geheimnis verraten wollen. Keine Sorge, ich werde Crom nichts davon sagen. Das bleibt unter uns. Du wiegst dich in Illusionen. Selbst ohne besonders aufmerksam zu sein, kann einem das kaum entgehen. Also sag schon, was passiert? Hast du dir den Knöchel verstaucht? Nein, nicht wirklich. Weißt du, ich bin während eurer Wanderung in den Bergen nicht auf der faulen Haut gelegen. Jamon und ich sind ein paar Tage nach euch ebenfalls aufgebrochen. Wir mussten einem Gerücht über eigenartige Gefährten nachgehen. Ich kann sehen, dass Karen versucht, ein bisschen Spannung zu erzeugen. Oh, wir wissen schon, dass Pferde sind, Honey. Don't worry. Ich wusste schon, nachdem er die ersten zwei Sachen gesagt hat. Come on now. Sind so viele Leute online. Ich werde mir einen Spaß daraus machen, ihr den Wind aus den Segeln zu nehmen. Das geschieht ihr nur recht, nachdem sie mir beinahe einen Herzinfarkt verpasst hat. Warte, sag nichts. Sind sie in der Nähe des Smaragdsees aufgetaucht? Eine kurze Sekunde lang wirkte Karen überrascht. Ich betrachte dies als einen Sieg. Na gut, erwischt. Du bist Jamon heute Morgen über den Weg gelaufen, nicht wahr? Ja, er hat mir erzählt, dass ihr an der Jadekiste Pferde gesehen habt. Er hat dir gesagt, dass wir was gesehen haben. Was soll das denn sein, ein Pferd? Ein Pferd? Das ist ein Tier. Das Äquivalent von Gefährten auf der Erde. Karen riss die Augensperre angelweit auf und stieß ein leises Zischen durch ihre Zähne aus. Na toll, das hat gerade noch gefehlt. Weißt du, Angua Bescheid? Normalerweise sollte Jamon es dir gesagt haben. Hast du etwa versucht, auf einem davon zu reiten?
Nein, natürlich nicht. Wir sind der Herde nicht näher getreten. War doch nur ein Witz. In Bezug auf dein Bein, das ist eine recht gängige Verletzung auf der Erde. Na dann, in dem Fall ganz und gar nicht. Das hat damit nichts zu tun. In Wirklichkeit waren die Pferde nicht die einzigen Lebewesen, denen wir begegnet sind. Auf dem Rückweg hat ein Sylph uns den Weg versperrt, soll heißen. Hat etwa versucht, euch auszurauben? Wie ein Wegelagerer? Karin unterdrückte einen Schauer. Es braucht mehr als einen Banditen, um sie zu beeindrucken. Nein, ich weiß nicht, was er wollte, aber er wirkte von Grund auf bösartig. Wirklich kein Vergleich zu Aldaric. Er schien nahezu besessen zu sein. Er ist wie aus dem Nichts aufgetaucht und hat uns direkt angegriffen. Wir gingen gerade in aller Ruhe zum Boot zurück, als er angefangen hat, uns mit Pfeilen zu beschießen. Aia. Moment mal, was hat ein Sylph denn bitte an der Jadeküste zu suchen? Wir haben uns nicht die Zeit genommen, ihm die Frage zu stellen. Wir haben den Rückzug zum Boot angetreten. Ich habe versucht, ihn mit ein paar Dolchen zu treffen, aber er hatte die Sonne im Rücken. Ich habe es gerade so geschafft, ihn ausreichend abzulenken, damit er niemanden töten konnte. Es ist ihm gelungen, mich am Bein zu erwischen, bevor ich das Boot erreicht habe. Eieiei, mit dem Pfeil. Er hat versucht, uns auf dem Meer zu verfolgen. Aber das Boot ist bewaffnet. Letzten Endes hat er davon abgelassen. Ganz ehrlich, ich habe rein gar nichts kapiert. Schumann hat mir kein Sterbenswörtchen von all dem erzählt. Er hat mit mir nur über die Pferde geredet. Er ist zur Verschwiegenheit verpflichtet, bis er dem Big Boss Bericht erstattet hat. Das hat ihn aber nicht davon abgehalten, mir von den Pferden zu erzählen. Das war das Ziel der Mission und es war keine geheime Mission. Theoretisch hat ihn keine Vorschrift daran gehindert, dir davon zu erzählen. Umso mehr, da diese Gefährten von der Erde stammen, wenn du Rechte behältst. Dich zu diesem Thema auszufragen, ist also technisch gesehen Teil seiner Nachforschung. Und du unterliegst du nicht den gleichen Vorschriften wie er? Karin zuckte mit den Achseln und verschlang einen weiteren Bissen. She doesn't care. Früher hat sie nicht interessiert und jetzt auch nicht. Weißt du, Vorschriften und ich, wir haben noch nie gut zusammengepasst. Ja, echt so. Und außerdem habe ich dich ja gefragt, ob Hohenhoa über die Pferde Bescheid weiß. Deine Antwort implizierte, dass Jamon ihr bereits Bericht erstattet hatte. Den Informationen entsprechend, die mir zur Hand liegen, war ich seitdem nicht mehr zur Verschwiegenheit verpflichtet. Ich muss schon sagen, dass ich beeindruckt bin. Es ist gar nicht so einfach, dich bei einem Fehler zu ertappen. Ich habe genug Übung. Ich war schon von Haus aus ziemlich gut drin, aber seit ich in einer Beziehung bin, bin ich Expertin. Rein technisch gesehen habe ich sozusagen nie Unrecht. Na dann, mein Glückwunsch, Chrome muss das hier ganz und gar nicht in den Wahnsinn treiben. Er braucht doch nur die Vorschriften besser einzuhalten. Was soll ich dir sonst sagen? Aber egal, erzähl mir lieber von eurer Mission in Genkaku. Ich habe Nera seit meiner Rückkehr nicht mehr gesehen. Wie ist es gelaufen? Ich muss reinschauen wie 3 Tage Regenwetter. Karens Lächeln verschwand dahin. Es ist sehr schlecht gelaufen, nicht wahr? Wegen Tenjin? Den Kerl habe ich noch nie leiden können. Same, Karin. Ich berichtete ihr in allen Einzelheiten von unserer Expedition. Ich dachte eigentlich nicht mehr darüber reden zu wollen, aber mir wurde klar, dass ich falsch lag. Im Laufe meiner Schilderung der Ereignisse fühlte ich mich immer befreiter. Karin hörte mir aufmerksam zu und unterbrach mich nur selten, um eine Zwischenfrage zu stellen. Während meiner ganzen Erzählung machte sie keine einzige Bemerkung und behielt ihre Meinung für sich. Abschließlich fasste ich Hohenhoas Erkenntnisse über die Lage für sie zusammen. Wow, und ich genoss meine Mahlzeit in völliger Sorglosigkeit. Karin legte ihre Gabel auf den Tisch und schob den Teller von sich weg. Ja, ja. Das muss furchtbar für Cori gewesen sein. Wie geht es ihr? Hast du sie seither wieder gesehen? Das würde dich jetzt vielleicht wundern, aber stell dir vor, dass sie zur Höchstform aufläuft. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber sie ist nicht mehr aufzuhalten. Hervorragend, dann werden wir uns in den kommenden Tagen wohl prächtig amüsieren. Nachdenklich schaute Karin eine Weile beim Fenster raus. Oder allein schon von Tenjin.
Ich an ihrer Stelle hätte es auch nicht mehr gepackt. Ich zog fragend eine Augenbraue hoch. Ich warte auf die Pointe. Wenn ich eine Woche lang mit den Jungs festsitzen würde, würde es mir genauso miserabel gehen. Ich schüttelte den Kopf und unterdrückte ein Kichern. Damit habe ich schon gerechnet. Vorsicht, nur damit wir uns richtig verstehen. Ich stelle ihre Nützlichkeit auf Mission nicht in Frage. Aber man muss schon zugeben, dass sie auch eine nervtötende Seite an sich haben. Mit ihnen auf einem Boot festzusitzen, ohne einen Ausweg zu haben. Mit Tränen in den Augen tritt Karen ganz schön dick an Drama auf. Ich hab das Bild von hier aus vor Augen. Lief dann am Ruder so richtig stolz. Sie haben ihn nur mitgenommen, weil er das Boot steuern kann. Also muss er sie in dem Glauben lassen, dass er richtig kompliziert ist. Ach! Andernfalls verliert er seinen Posten. Also gibt er sich angestrengt, während er auf den Horizont hinausblickt. Karen ahnt die Szene beim Sprechen nach, indem sie mit ihrer Hand ein Visier bildet und die Augen zusammenkneift, um in Richtung Küche zu schauen. Ein flüchtiger Blick auf den Kompass, ein flüchtiger Blick auf die Karte. Ich mache mich nicht gerne über andere lustig, aber ich kann spüren, wie das Lachen in mir hochsteigt, wenn man so kann. Mein Bruder wurde selbstverständlich zum Kapitän ernannt und das ist ihm zu Kopf gestiegen. Er gibt seine Befehle mit einem extrem eindringlichen Blick vom Bug aus. Ich kann ihn mir so gut vorstellen, wie er mit dem Finger nach vorne zeigt, um die Richtung vorzugeben. Mit ausgestreckter Arm und gerunzelter Stirn zeigt Karen auf den hinteren Teil des Raums. Ich muss gestehen, dass sie die Ernsthaftigkeit ihres Bruders perfekt nachahmt. Ist doch so. Lars hat schon vor Jahren beschlossen, dass er ein gequälter Mann ist. Also lehnt er ganz in seine Rolle eingetaucht mit gesenktem Kopf an den Reling. Keiner weiß, was er eigentlich genau betrachtet. Vielleicht das Holz des Rumpfes? Vermutlich. Karen vertieft ihren Blick mit gerunzelten Augenbrauen in ihrem Teller. Sie legt ihre Hand an die Stirn und seufzte, Herz zu reißen. Ich versuchte mit Mühe und Not das Lachen im Zaun zu halten, das meine Brust erheben lässt. Und zu guter Letzt hat Matthias sich natürlich zum Ziel gemacht, gesetzt Cory die ganze Reise über auf die Nerven zu gehen. Also folgt ihr auf Schritt und Tritt und versucht, sich spirituell zu geben. Vergeblich. Er macht lahme Witze breit, damit ein super toller Schwertkämpfer zu sein. Die junge Frau fuhr sich mit der Hand durchs Haar, um es zu zerzausen. Das trifft die Wahrheit auf den Punkt. Ich brach in Gelächter aus und Karen stimmte mit ein. Okay. Zwischen zwei Lachanfällen nahm ein Bild von Matthew meinen Kopf gestalten. Während ich mit Karen lachte, begann ich an Lance zu denken. Ja. Mitten im Lachkrampf musste ich plötzlich an Nevra denken. Es tut mir unfassbar gut, mit Karen zu lachen. Ich lachte aus vollem Herzen, aber meine ganzen Scheuchten schläften. Ja. Während ich mit Karen lachte, begann ich an Lance zu denken. Er hat seine Treue gegenüber der Garde und uns gegenüber unzählige Male unter Beweis gestellt. Es gibt keinen Raum mehr für Zweifel. Er hat sich wirklich grundlegend verändert. Je mehr Zeit vergeht, desto mehr fasziniert mich diese Veränderung. Ich will mehr darüber herausfinden. Ich will ihn besser kennenlernen. Oh! Plötzlich hörte Karen auf zu lachen. Anscheinend muss ihr gerade etwas eingefallen sein. Übrigens, wo wir gerade von Jungs reden. Wie sieht das bei dir denn in dieser Hinsicht aus? Ich liebe Karen. Ich meine, diese Art Zeitreise da. Du bist zwar sehr tapfer, aber ich weiß, dass es nicht gerade lustig gewesen sein muss. Auf diese Weise zu erfahren, dass Ezra nicht mehr da ist. Ja, ja. Das muss hart gewesen sein. Ja, natürlich, das war ein Schock. Ich hatte gehofft, ihn wiederzusehen. Aber mir ist klar, dass es nicht gut hätte laufen können. Er hätte diese 7 Jahre so oder so ohne mich verbracht. Er hätte nicht auf mich gewartet. Auf gewisse Weise hätte es vielleicht sogar noch schlimmer sein können. Ich weiß auch nicht. Und jetzt bei allem, was sich so abspielt, den Umbrüchen, dem Ende der Welt, da muss ich dir gestehen, dass ich eine ganze Menge andere Sorgen habe. Ja, aber klar doch, wenn du es so ausdrückst, macht es schon Sinn. Das, was ich mit Ezreal erlebt habe, war unheimlich intensiv, aber das gehört mittlerweile meiner Vergangenheit an.
Es gibt kein Zurück. Ich bin bereit, andere Dinge zu erleben. Hey, hallo Mädels. Wie geht's euch? Darf ich mich zu euch setzen? Nein, darfst du nicht. Wir sind unter Ladies. Plötzlich erfror Chroms Lächeln. Ein Zweifel überkam ihn. Störe ich euch vielleicht bei irgendwas? Soll ich euch lieber allein lassen? Nein, 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 Chrom, setz dich ruhig, meine kleine Honey. Nein, nein, ich bitte dich, setz dich schon. Es freut mich, dich zu sehen. Chrom schenkte mir ein breites Lächeln und setzte sich neben Karen. Und mich erst. Ich bin froh, dass ihr beide wieder da seid. Oh, Chrom beugte sich zu Karen hinüber, um ihr einen Kuss auf die Lippen zu drücken. Bist du gar nicht auf? Dabei schaut das mega lecker aus. Das ist es auch, aber ich habe keinen Hunger mehr. Ich habe schon ordentlich zugelangt. Chroms Augen leuchteten, während er sich über die Lippen schleckte. Keine Bange, ich kann dir beim Aufessen helfen. Ich sterbe vor Hunger. Boah, nicht so schnell. Ich werde mir den Rest vielleicht für später aufheben. Chrom zuckte mit den Schultern und zog ein schiefes Gesicht. Du darfst ihm nie das Essen wegnehmen. Er hielt sein Besteck hoch und machte sich kurz darauf mit voller Energie über seinen Teller her. Immer mit der Ruhe, mein Wölfchen. Dein Auflauf läuft dir schon nicht davon. Du hast genug Zeit. Außerdem bekleckerst du dich überall damit. Sieh sich das mal einer an. Ich schwör's dir. Karen wischte Crow ein Stück Käse von der Wange. Danke, sorry, aber ich habe einen Mordzunge. Ich bin früh aufgestanden und habe noch nichts gegessen. Der Arme aber... Wie war euer Vormittag so? Oh, ich finde sie so süß. Habt ihr die Sonne ein wenig genossen? Nö. Ich schon, ich bin eine Runde über den Markt spaziert. Es war die Hölle los. Ich nicht. Ich war auf der Krankenstation. Ich habe einen Pfeil ins Bein abbekommen. Oh mein Gott, wie süß. Ich dachte, Chrom würde ersticken. Er hustete, während er sich auf die Brust klopfte. Oh, wie süß. Bitte was? Oh, Chrom. Was ist denn passiert? Geht's dir gut? Du wirst doch wohl... Keine Panik. Eva hat mich wieder gut zusammengepflegt. Es war nur ein Kratzer. Oh, sag das doch gleich. Du hast mir Angst gemacht. Oh. Chrom legte seine Hand auf Karens Oberschenkel und streichelte ihn sanft. Wie süß. Ich bin voll glücklich für die beiden. Ich werde nur ein paar Tage lang Schmerzen beim Gehen haben. Tja, dann trage ich dich einfach und fertig. Oh, wie süß. Ich liebe die beiden so sehr. Ich erinnere mich, als er noch klein war und voll verschossen in sie war und sie ihn einfach nicht wertgeschätzt hat. Karen lachte und küsste die Hand, die Chrom auf ihrem Bein gelegt hatte. Oh, in dem Fall rate ich dir, Kraft zu tanken. Du solltest besser meinen Teller aufessen. Ein verschmitztes Grinsen erhellte Chroms Gesicht. Das Zeug von Opfergeist, wie schön. Wir sind ein echtes Dreamteam. Don't do this to me. Er hat seinen Teller im Nu verputzt, bevor er sich an den von Karen ranmachte. Als ich die beiden so lachen sah, fühlte ich einen Stich im Herzen. Ja, die Nostalgie, die mich gestern Abend überkommen ist, als ich Huang Hua mit Evelyn gesehen habe, kam plötzlich wieder hoch. Ich weiß, dass das nicht gerade die feine Art von mir ist, aber ich bin neidisch. Ja, klar, ist doch normal. Sie passen aufeinander auf, bringen sich gegenseitig zum Lachen, unterstützen sich gegenseitig. Sie sind glücklich miteinander und lieben einander. Das ist nicht zu übersehen. Ich würde mir gerne sagen, dass ich mich für sie freue, aber das ist nur eine Halbwahrheit. Diese Komplizenschaft, die sie miteinander teilen, die hätte ich auch gerne wieder mit irgendjemandem. Alles in Ordnung, Simona? Du siehst seltsam aus. Gibt es ein Problem? Oh, Chrom, I love him. Chrom, sprich nicht mit vollem Mund. Du bist erwachsen, benimm dich auch so. Ich schließe mich Karin an, das ist ziemlich widerlich. Du spuckst überall herum. Nein. Alles in Ordnung, ich war nur in Gedanken versunken. Der Grundgedanke war positiv. Er macht sich eben Sorgen um mich. Ist doch so. Ich bin neutral. Alles in Ordnung. Ich war nur in Gedanken versunken. In ausgesprochen und unerfreulichen Gedanken. Ich will sie ihnen nicht verraten. Anscheinend sieht man es mir mehr an, als mir lieb ist. Na los, Simona, reiß dich zusammen. Ich brauche ein bisschen Bewegung, um auf andere Gedanken zu kommen. Ich muss wieder anfangen zu trainieren. Ich bin nicht geschickt genug im Umgang mit dem Schwert. Jamor wird nicht sofort verfügbar sein. Er wird noch seinen Bericht verfassen müssen. Und
Und man kann nicht gerade behaupten, dass er in Lichtgeschwindigkeit schreit. Warum ist in dem Fall dann er derjenige, der ihn verfasst? Du schreibst doch schneller als er, oder? Ja, bei weitem. Aber er ist sehr pflichtbewusst. Ihm ist es wichtig, seine Berichte selbst zu erstellen. Wenn ich eine Runde drehe, finde ich sicher jemand anderen, der mit mir trainieren möchte. Bestimmt sogar. Alle suchen nach Beschäftigung, um sich abzulenken. Wenn das so ist, begebe ich mich gleich mal auf die Suche nach einem Trainingspartner. Oh, halt, Sekunde. Ich frag mich gerade. Muss ich nicht erst meine Waffe... Ja, muss ich nicht erst meine Waffe holen? Wenn jemand seinen Bericht beendet hat, wird er wahrscheinlich in der Schmiede sein. Er verbringt dort den Großteil seiner Zeit mit der Herstellung von Waffen oder Kunstgegenständen. Sorry, I cannot. Okay, I cannot. Ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen. Okay. Übertreibung, aber man versteht, was ich meine, oder? She's back! Sorry. Ich bin fertig für heute. Ach Gott, trainieren wir mit ihm? Simona, wie schön, dich hier anzutreffen. Ich wollte mich gerade auf die Suche nach dir begeben. Wieso auf die Suche nach mir? Es fällt mir überaus schwer, nicht an unsere gestrige Begegnung zurückzudenken. Same. Der Drache verhält sich wie immer völlig gleichgültig. Denkt er auch darüber nach? Nö. Kid. He's so beautiful. Tja, dann kannst du dir diese Mühe wohl sparen. Hier bin ich. Oh. Wie süß. Ganz deiner Gewohnheit entsprechend, zu unerwartesten Zeiten am unerwartesten Ort aufzutauchen. Nein, sorry. Ich kann nicht an der denkt an letzte Nacht. Nö, sorry. Dann denkt er also auch darüber nach. Nur nicht rot werden. Nur nicht rot werden. Lance präsentierte den Raum mit einer weit ausholenden Bewegung seines Arms. Genießt du deine Freizeit, um ein Schaufensterbummel zu machen? Ich kann spüren, dass ihm mein Unbehagen Spaß macht. Why? I cannot. Dass er drüber nachdenkt, soll ich das verstehen, Alter? Er denkt darüber nach, dass wir nackt gesehen haben. Er denkt drüber nach, wir aber nicht. I cannot. Nein, eigentlich habe ich jemanden gesucht, mit dem ich trainieren kann. Ich dachte mir, wenn Jamal seinen Bericht fertig geschrieben hätte, wäre er hier. Du sagtest, du wolltest mich suchen. Brauchst du mich für irgendwas? Technisch gesehen wollte ich nach einem Mitglied der Obsidian Garde suchen. Egal nach welchen Zuckerpüppchen. Aber ich bin mir sicher, dass du das hervorragend hinbekommen wirst. Oh nein. Hast du einen Auftrag für mich? Hat das etwas mit Portalen zu tun? Nicht ganz. Naja, indirekt schon. Huang Hua hat uns gebeten, uns bereit zu halten. Möchtest du zusammen trainieren? Ich bin mir nicht sicher, ob... Nein, nein, darum geht es nicht. Die Rüstungsteile müssen inventarisiert werden. Oh nein. Wir müssen wissen, wie viele wir haben und in welchem Zustand. Ich glaube, du verwendest das Wort indirekt etwas zu großzügig. Nicht alle Missionen sind glorreich, weißt du, Simona. Oh. Ja, yeah, I know. Es geht nicht nur ums Kämpfen oder Erkunden. Damit die Garde funktionieren kann, sind wir viel mühselige Aufgaben erforderlich. Damit du Weilchen schwingen. Das ist ja wegen meinem Schwert, ne? Ich frage mich aber, woher er den Namen weiß. Hat ihn nämlich auch mal verraten.
Damit du Wölkchen schwingen kannst, musste Jamors erstmal schmieden. Und die Kleidung, die du trägst, musste auch jemand nähen, Zuckerpüppchen. Wir können uns oft nicht vorstellen, welche Arbeit vor jeder unserer Handlungen erledigt werden musste, um sie überhaupt erst zu ermöglichen. Hast du nicht das Gefühl, dass du mich ein wenig belehrst? Doch, schon, ein bisschen. Aber ich finde es wichtig, sich das in Erinnerung zu rufen. Dass er uns aber belehren will, ist ja schon witzig, nicht wahr? Und ganz ehrlich, hast du dich jemals gefragt, wer die Inventur unserer Rüstung durchführt? Ich schätze, dass das, du bist. Sorry, aber ich glaube, dass es er ist, weil, Ezari musste das Inventar vom Chemielabor machen. Und er war der Gardenchef von der Absinthgarde. Er ist der Gardenchef von der Obsidiangarde, also entweder er oder Jamon. Ich runzelte die Stirn. Ehrlich gesagt, nein. Nicht wirklich. Obendrein wusste ich nicht einmal, dass jemand sowas tut. Doch, ich weiß das, weil das ist einfach so. Man muss nämlich feststellen, ob die Sachen sicher sind, sonst muss man nachbestellen oder nacherzeugen und etc. Alles mit kaufmännischen Tätigkeiten zu tun. Ich habe mir mehr oder weniger vorgestellt, dass Jamon ungefähr wissen sollte, was er auf Lager hat. Ja, das muss aber nachgecheckt werden. Wir erinnern uns doch, dass er es geklaut hat. Guck mal aber, wie er uns anstarrt. Oh. Sorry, I can't. Das ist zu süß. Der Schatten eines Lächelns huschte über Mosses Lippen. Das dachte ich mir schon. Tja, jetzt weißt du's. Wir wechseln uns immer damit ab. Siehst du? Keine Sorge, es sollte nicht länger als 2 oder 3 Stunden dauern. Danach hast du noch genug Zeit zu trainieren. Um es dir leichter zu machen, habe ich hier alle Teile zusammengetragen. Hinter ihnen liegt ein riesiger Schrotthaufen. Das war mir gar nicht aufgefallen. Los nahm eine Feder und eine Pergamentrolle, die er vor mir ausbreitete. Oh nein, wir sind im Mittelalter mit dieser... Oh nein. Die haben also keine Füller und so. Naja, die wissen auch nicht, was ein Aufzug ist. Also, oh mein Gott. Auf dieser Pergamentrolle hast du eine Tabelle mit doppelter Eintragung. Oh mein Gott, again! Die erste Spalte erhält eine Liste der verschiedenen Rüstungsteile, die hier hergestellt wurden. In der ersten Zeile kannst du die verschiedensten möglichen Zustände der einzelnen Teile einsehen. Du musst bloß die Anzahl der Rüstungsteile, die wir haben, nach ihrem Zustand notieren. Denkst du, das bekommst du hin? Ich habe einen Blick auf den Stapel Rüstung geworfen. Ich bin es jetzt schon leid zu sehen. Ja, natürlich. Es wird schon gehen. Ich leg gleich los. Ich habe mir nichts anderes von dir erwartet. Dann lasse ich dich jetzt in Ruhe. Los verließ die Schmiede. Ich seufzte tief. Wenn es sein muss, ich bin mit dem Pergament in der Hand auf den Schrotthaufen zugegangen. Es war keine aufregende Aufgabe, aber zumindest war sie nicht sehr anstrengend. Ich nahm einen Rüstungsteil, beurteilte seinen Zustand und machte einen Strich in das entsprechende Feld. Ich dachte gerade, das müssten wir machen. Ich wäre so... Ich versuchte mit aller Kraft, mir einzureden, dass das, was ich da tat, von Bedeutung war. Es ist von Bedeutung. Stell dir mal vor, keine Ahnung, es sind 45 Krieger sind da. Und die müssen jetzt, das HQ verteidigen. Und man weiß, dass 47 Schwerter da sind. Dann rennen sie alle in die Schmiede, um sich ein Schwert zu holen. Aber das war vor 6 Monaten, die 47 Schwerter. Jetzt sind es nur noch 32. Und die anderen sterben jetzt, oder was? Weil sie kein Schwert haben, um sich zu verteidigen. Das ist voller Bedeutung. Dass es einen Unterschied machen könnte, wenn es darum geht, die Wächter der Obsidian gerade auszurüsten. Ja, ist doch so. Es fühlt mir unheimlich schwer, mich davon zu überzeugen. Was? Wir hätten besser als alles wegschmeißen und neu machen sollen. Nö.
Das dauert auch eine Zeit, das herzustellen, Girl. Aber wer soll diese neuen Rüstungen denn schmieden? Echt so? Du vielleicht? Natürlich nicht. Also, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als die alten Rüstungen zu inventarisieren. Führst du gerade Selbstgespräche, um dir die Langeweile zu vertreiben? Ja, na und? Stört dich das? Nein, aber du sollst es besser konzentriert bleiben. Schon gut, ich kann schließlich zwei Dinge gleichzeitig machen. Außerdem wäre es viel weniger anstrengend, wenn jemand bei mir wäre. Ja klar, viel weniger anstrengend für mich, wohlgemerkt. Nicht für die andere Person. Aber dann müsste ich wenigstens nicht mit mir selbst reden. Die tut gerade austicken. Simone, etwas zu Jamo sagen oder du mit dir selbst reden? Ich schnellte die Höhe und schrie vor lauter Schreck zum. Zudem ließ ich die Beinschiene fallen, die ich gerade in den Händen hielt. Sorry, Simone, Jamo glauben, dass du mich kommen hören. Nicht weiter schlimm. Entschuldige bitte, das ist meine Schuld. Ich war höchst konzentriert. Falsch, du warst gerade dabei, mit dir selbst zu reden. Das ist ganz was anderes. Ich bin gerade dabei, eine Bestandaufnahme der abgenutzten Rüstungsteile zu machen. Jamo wissen, Jamo die Elfen kommen, damit schneller vorangehen. Wie lieb von dir. Ich brauche mir nur zu wünschen, jemanden zu sehen und schon kommst du angerannt. Ich denke, das ist ein Zufall sein, Jamo, nicht deine Gedanken lesen. Jamo sich solche Dinge nicht erlauben. Ich lachte aus voller Kehle. Jamo kam zu mir und setzte sich mit einer Feder in der Hand neben mich. Er ist so knuffig. Wir machen uns schweigend an die Arbeit. Karin hat nicht gelogen, er ist äußerst gewissenhaft. Er prüft jedes Stück ausführlich. Wenn ich ihm so dabei zusehe, schäme ich mich ein wenig für meine Arbeit. Hast du deinen Missionsbericht fertig geschrieben? Karin hat mir davon erzählt. Karin normalerweise nicht das Recht haben, darüber zu reden. Sie sagte, dass sie technisch gesehen das Recht hat dazu gehabt hat, da du Huang Hua bereits getroffen hattest. Jamo schüttelte den Kopf, dann zuckte er nachsichtig mit den Schultern. Karin, immer machen, was ihr gefallen. Immer innerhalb der technischen Grenzen der Rechtmäßigkeit. Sie den Wortlaut des Gesetzes respektieren, aber nicht seinen Sinn. Karin vom Geist der Freiheit getrieben sein. Sie nicht mögen, wenn man ihr sagen, was sie sollen tun. Aber sie ein gutes Mädchen sein, sie das Herz am rechten Fleck haben, genauso wie du. Sie dir erzählt haben von unserer Begegnung mit dem bösen Geist? Sie hat mir gesagt, dass ihr von einem Sylphen angegriffen wurdet. Vielleicht ein Sylph, aber besseren, aber besessene Sylphen nicht umsonst angreifen. Sylphen gerne Wolken beachten, dem Wind zu hören und all das. Ihnen nicht gefallen, Pfeile auf Reisende zu schießen, schon gar nicht auf Gardenmitglieder. Jamo glauben, dass irgendwas nicht stimmen. Auf jeden Fall scheint nichts mehr wirklich zu stimmen, wie du gerade sagtest. Ich habe den Eindruck, dass wir uns nicht mehr auf das verlassen können, was wir zu wissen glauben. Es ist, als würden sich die Spielregeln ständig ändern. Ich hatte kaum Zeit zu verstehen, wie die Welt funktionierte, bevor sie sich völlig veränderte. Es gibt kein Kristall mehr, kein Orakel, kein Bibliothekar mehr. Jamo lachte, er musste bestimmt an Kero zurückdenken. Jamo gut gefallen, dass die Bücher in Selbstbedienung seien. Kero nicht gefallen, wenn ich zu spät zurückgebe. Er sehr wütend werde. Wir haben beide gelacht, als wir uns an die strenge Einstellung des Einhorns zurückerinnerten. Ich zurückdenken an das, was du über dein Training sagen. Jamo immer bereit sein, dir zu helfen, dass sich keineswegs ändern. Aber ich denke daran, dass du in der Vergangenheit mit verschiedenen Personen trainieren. Viele verschiedene Lehrer dir gut tun, verschiedene Ansätze lernen. Wenn Simona viele Lehrer haben, Simona viele Tricks auf Lager haben. Jo, kann Meria dir viel beibringen, zum Beispiel wenn sie zurück ins IQ kommen. Das stimmt. Mein Training mit Camellia hat mir viel gebracht. Außerdem haben wir uns gut verstanden. Du doch übrigens auch, wenn ich mich richtig erinnere. Jamos Blick schweifte in die Leere ab. Er wirkt nostalgisch. Ja, Camellia richtig toll sein. Unabhängig, knallhart und tapfer. Unabhängige Hamadriade extrem selten sein. Sie sehr an ihrem Wald und ihre Schwestern hängen. Aber Camellia die Welt sehen wollen. Jamo das verstehen. Der Oger scheint sehr bewegt zu sein, mir von der Hamadriade zu erzählen. Wäre es dir lieber gewesen, wenn sie in der Garde geblieben wäre? Sie immer noch in der Garde sein. Sie immer ein Mitglied der Obsidian-Garde sein.
Diejenigen, die der Garde beitreten, so lange in der Garde bleiben, wie sie es wünschen. Und die Garde meinen Platz haben für die, die zurückkommen. Ja, natürlich ich. Du weißt schon, was ich meine, dass sie im HQ bleibt. Jeder seinen Weg gehen müssen. Mir lieber, dass Kameria ihren gehen. Alles, was Jamon machen können, hoffen sie, dass sie dort glücklicher sein, wo sie sein. Ich hab nichts gesagt. Ich kannte Kameria nicht gut, aber ich kann sehen, dass Jamon sie vermisst. Er schniefte laut. Oh nein! Bevor er einen Helm in die Hand nahm und ihn eingehend zu prüfen. Nach einigen Sekunden des Schweigens schüttelte Jamon den Kopf. Ich zugeben müsste neben Kameria kämpfen, dass mir fehlen. Sie eine gute Kämpferin sein, immer da, um Freunde zu verteidigen. Jamon rief mechanisch über den Helm, um den Staub wegzuwischen. Viele gute Kameraden gegangen sein, ebenso sein. Aber auch viele gute Kameraden gekommen sein. Ja, Liz. Oder Matthew, er ist auch ein guter Kämpfer. Wir uns nicht beschweren können, wenn du mich fragen. Und wir nie wissen, vielleicht kann Maria eines Tages vorbeischauen, um Hallo zu sagen. Na, könnte ich hoffen, dass Ezreal vorbeikommt. Sie zwar unabhängig sein, aber sie auch ein Gedächtnis haben. Eines Tages sie an große Pforte klopfen, um Freunde wiederzusehen. Jamon nickte mit zuversichtlicher Miene und fügte dem Pergament einen Strich hinzu. Wir setzten unsere Bestandsaufnahme noch eine ganze Weile tief in Gedanken versunken fort. Wir sahen schon das Ende, als sich die Tür öffnete. Ich drehte mich um zu sehen, wer hereinkam. Die kleine Gestalt von Vural ist in der Tür erschienen. Hallo, Jamon. Hallo, Simona. Du bist so bezaubernd wie er und je. Ich hab mit den Augen gerollt. Dieser Poreko nervt mich. Nee, ich liebe diesen Poreko. Guten Tag, Vural. Was du machen hier? Du etwas suchen? Nein, nicht wirklich. Nicht wirklich, nein. Ich bin hier, um dir bei der Inventur der Rüstungshalle zu helfen. What? Vural kam auf uns zu und setzte sich vor den Schrotthaufen. Jamon scheint nicht besonders überrascht zu sein. Ich verstehe das nicht. Warte mal, du bist gekommen, um uns zu helfen? Als Gegenleistung für was? Ein ironisches Lächeln umspielte Jamons Rüssel. Vural scheint das keineswegs zu amüsieren. Wir verschätzen uns, wir alle. Als Gegenleistung für das Fallengelassen der Anklage gegen Ninjamo glauben. Oh. Sagen wir mal, ich habe gemeinnützige Arbeit aufgebrummt bekommen. Was? Ich dachte sofort an die Frage zurück, die Alonso mir gestellt hatte. Hast du dich jemals gefragt? Ah, er, das sagte er deshalb. Hast du dich jemals gefragt, wer die Inventur unserer Rüstung durchführt? Wir wechseln uns immer damit ab. Von wegen. Es ist eine Strafe für Kriminelle. Vural machte sich unter der Aussicht von Jamon relativ eifrig an die Arbeit. Ist es oft so, dass es die Kriminellen sind, die diese Art von Arbeit machen? Hoppla, die Kriminellen. Was für eine Redensart. Dieses Wort ist ein bisschen heftig. Wenn man schon gemeinnützige Arbeit leistet, dann wohl nur, weil man ein Verbrechen begangen hat. Einverstanden, aber das macht noch lange keinen Kriminellen aus mir. Ich habe absolut keine Lust, mich auf eine semantische Debatte mit Poral einzulassen. Ganz egal, wird diese Inventur oft in Form von gemeinnütziger Arbeit erledigt oder nicht? Sagen wir einfach, dass ich nicht zum ersten Mal hier bin. Was Vural dieses Mal anstellen, du schon wieder Kümmelblattchen veranstalten. Vural betreibt manipulierte Glücksspiele. Warum überrascht mich das nicht? Nein, damit habe ich aufgehört. Das weißt du doch. Das EQ ist nicht so groß. Niemand wollte mehr spielen. Du wohl hoffentlich keine psychotropen Substanzen verkaufen, Jamon diese Dinge nicht mögen. Aber nein, ganz und gar nicht. Ich habe überhaupt nichts verkauft. Na gut, das ist eine echte Qual. Wir werden doch wohl nicht den ganzen Tag mit Ratespielen verbringen. Was hast du angestellt, um hier zu sein?
Koral seufzte, während er seinen Brustpanzer etwas abseits des Rüstungshaufens wieder ablegte. Ich habe versucht, Koral davon zu überzeugen, exotische Waren bei mir zu kaufen. Exotisch? Du meinst Waren von der Jadeküste? Warum sollte das illegal sein? Hast du keinen Zoll bezahlt oder? Ein erschreckender Gedanke ging mir durch den Kopf, als ich sah, wie Koral mein Blick auswich. Diese Waren kommen von weiter her als von der Jadeküste, nicht wahr? Inwiefern sind sie exotisch? Kann man sie auf der Erde nicht finden? Koral, wenn du Gegenstände gefunden hast, die von der Erde stammen, musst du... Bitte beruhige dich. Ich habe Chrome und Karen bereits alles gestanden. Ich meine, ich habe Karen alles beichtet. Chrome war auch da. Ich habe keine irdischen Gegenstände gefunden und erst recht kein Portal. Ich war so dumm, Poroy glauben zu lassen, ich hätte Kontakte auf der Erde. Poroy mir aus seinen Fehlern lernen, das kaum zu glauben. Koreko fuhr fort, ohne auf Jamos Stichelei einzugehen. Ich bin auf einen Jean gestoßen, der mir gesagt hat, er hätte Produkte von der Erde zu verkaufen. Um ehrlich zu sein, habe ich ihm nicht geglaubt. Ihr wisst ja, wie Jeans sind. Nein, eigentlich habe ich keinen Schimmer. Wie sind sie denn? Jeans sich ganz allgemein nicht sehr gut mit der Garde verstehen. Die meisten von ihnen gelten nicht gerade als besonders umgänglich. Ich schätze mal, das hält dich nicht davon ab, trotzdem Umgang mit ihnen zu haben. Du kennst mich ja, ich mag es wirklich nicht, über andere zu urteilen. Sagen wir es mal so, bitte fahr fort, du hast dem Jin nicht geglaubt. Genau, andererseits war es mir egal, ob er gelogen hat oder nicht. Hauptsache, ich hatte einen Käufer gefunden. Ich kenne mich mit Dingen von der Erde so oder so nicht aus. Ich hatte keine Möglichkeit gehabt zu überprüfen, ob er die Wahrheit sagt. Aber ich bin eigentlich nur daran interessiert, diese Produkte weiterzuverkaufen. Zu wissen, ob sie authentisch sind oder nicht, ist nicht wirklich mein Kaffee. Auf jeden Fall könnt ihr beruhigt sein, liebe Leute. Ich wurde gefasst, bestraft und habe die Information an die Garde weitergegeben, damit sie den Jin finden. Ich habe keinen Zweifel daran, dass auch er gefasst, verhört und gegebenenfalls bestraft werden wird. Außerdem rede ich und rede ich. Bei all dem habe ich völlig vergessen, euch zu sagen. Ich soll euch nicht nur helfen, sondern euch vielmehr ablösen. Ich bin aufgesprungen, etwas schneller, als mir lieb war.